Hey ho Leute und ein wunderschönes herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Horizon Zero Dawn. Die Anmoderation war leicht schwabbrig gerade und ja, wir sind wieder hier in diesem schönen Osram-Dorf, denn ich habe mal kurz auf die Karte geguckt, wo wir denn genau hin müssen, weil ich offscreen hinlaufen wollte, um euch den Weg zu ersparen. Und da habe ich gesehen, wir können optional mit Petra reden. Und wenn die hier hinten mal ein bisschen ruhig sein würden, könnten wir das auch machen. Denn ich glaube, an der Quest wird sich nicht sonderlich viel ändern, wenn wir mit Petra reden. Und ich will natürlich jede Redeoption hier ausnutzen, oder nicht? Hier müssen wir hoch. Dir gefällt außerdem Ausrüstung, also das kann man dir nicht übel nehmen. Das siehste mal, da haben wir die Ausrüstung an und schon werden wir geschmeichelt. Schon kriegen wir Lob von links und rechts, das ist schön. Wo ist Petra? Da, hi Petra. Ich muss dir was beichten, tut mir leid. Immer so blass. Ein paar Minuten in der Schmiede und du hast Farbe auf den Wangen. Dazu brauche ich keine Schmiede. In der Wildnis klappt das auch ganz gut. Was hat dein Feuer diesmal entfacht? Ich komme damit klar. Aber sicher doch, nur wenn es um Freihalde geht, muss ich's wissen. Du hast zwei Jäger losgeschickt. Sie sind verschwunden. Oh, das kann nicht sein. Kelov findet eine Nadel im Schrotthaufen. Es sei denn, er war leichtsinnig, verdammt nochmal. Was hat er getan? Er hat mit Jorgris getauscht. Pah, Feuer und Spucke. Okay, ja, das ist schon mal sehr schön, ihre Reaktion gerade hier zu sehen. Ich hoffe, wir kriegen da nicht gleich Schläge. Was unternimmst du wegen des Tauschs? Das war reine Zeitverschwendung. Jorgris und Belladia muss man nicht drängen. Sie sind füreinander bestimmt. Genau wie beim Schmieden. Das Gewicht des Hammers macht die Arbeit, nicht dein Arm. Aber dass Kelov eine zarte Seite hat, gar nicht wütend? Oh, er bekommt Ärger. Aber ich habe gelernt, dass manche Dinge einfach passieren. Siehst du mal, hatten wir recht, dass wir es ihr sagen sollen. Siehst du, sie versteht's. Natürlich kriegen die anderen nachher Schläge, aber wir nicht. So, Behemoth-Kabel. Wozu brauchst du denn diese Behemoth-Kabel? Es sind die besten Zündschnüre für die Kanonen. Aber sie nutzen schnell ab. Man braucht ständig neue. Mit den Waffen sind wir stark und frei. Ohne sie haben Banditen und Maschinen leichtes Spiel. Ihr könntet handeln. Manche Sachen müssen wir selbst beschaffen. Sonst machen wir uns abhängig. Diese Last tragen wir nicht. Aber ich sollte dir helfen. Manche Lasten sind willkommen. Ich bin eine willkommene Last. Ach, danke schön. Ich fühle mich geschmeichelt. Das ist aber nett. Warum ist die Herde so wichtig? Wenn sie die Brutstätte erreicht, kriegen wir sie nicht mehr. Und eine andere wird nicht so bald kommen. Wir brauchen die Kabel. Und wir brauchen sie jetzt. Alles klar. Okay. Wenn du die zwei findest, bring sie in einem Stück zurück. Und wenn du noch Behemoth-Kabel mitbringst, wäre ich dir sehr verbunden. Ja, ja. Vorsicht, könnte Gewohnheit werden. Ja, wahrscheinlich. So, das überleben wir nicht, ne? So wie ich Aloy kenne. Nee, das riskiere ich, glaube ich, nicht. Das riskiere ich. Siehst du mal, da war ich einmal schlau und das hat mir... Nee, das hätten wir nicht überlebt. Höcke hier drüben vielleicht. Oder drüben nicht. So, ich riskiere nichts mehr. Aloy kann aus 2 Metern auch sterben, wenn sie das will. Und ja, Aloy hat manchmal den suizidalen Eindruck in mir erweckt. So viel zum Thema Sicherheit. Dass sie gern sterben will. Nein, das war ein Körper. Einmal preise ich meinen Körper nicht an, dass ich einen machen will. Und dann macht sie einen. Aloy... Versteh dich nicht, Mädel. Heilkraut nehmen wir trotzdem gerne mit. Und Steine auch. Auch schön. So. Eiswurzel brauchen wir nicht. Schockwurzel auch nicht. Da noch vorne ist noch Heilung. Yep, das ist Heilung. Man kann nie wissen, wann man das mal braucht. Och, vielleicht brauchen wir es bald, wenn da wirklich Behelmots auf uns warten. Denn wie wir wissen, Behelmots sind ziemlich heftig, wenn sie in der Gruppe auftauchen. Einer alleine kann man parieren. Das können ganz gut funktionieren, auch im Nahkampf. Also nicht wirklich Nahkampf, aber face-to-face halt. Und nicht wirklich aus der Entfernung. Aber wenn da wirklich mehrere sind, also eine Herde ist bei mir ab 3 individuellen Maschinen, dann kann das schon ein Problem werden. So. Das sind keine Behelmots, das sind graue Habichte. Petra, bist du irgendwie blind oder so? Das sind keine Behelmots, das sind graue Habichte. Dagegen habe ich was. Hi, Kumpel. Muss ein Grauhabicht sein. Ein fliegender Raubjäger. Echt?
Helle ist es aber. Gut erkannt. Nein, pfui. Kann keinen Schlag machen? Alles klar. Bleibt mal schön am Boden hier. Hallo? Bleibst am Boden, verdammt. Merkt ihr das? Deshalb, warum erwischt ihr den nicht? Komm mal runter hier. Ja! Easy! Komm, Elle! Nice! Nein, pfui! Du konntest deinen Kompadre nicht retten, tut mir leid. Finde ich auch schön, dass du hier face-to-face gegen mich kämpfst. Ich will doch nur sein. Ich will nur seinen blöden Eispanzer brechen. So, das war's, würde ich sagen. Ja, easy. Da drüben sind die Behelmots, ne? Ja, das sind Behelmots. Oh, habe ich das in Down, ne? Ja. Okay. Oben sind die zwei Turteltäubchen, wie sie aussehen, und unten sind Behelmots. Und ich nur einer. Drei Stück. Ne, das ist Stammmaul. Ach so, das sind. Okay. Ich bin dumm. Okay, aber wir müssen irgendwie hoch. Kommen wir denn auf dieses Plateau bitte hoch? Da gibt es bestimmt irgendwo einen Aufzug. Bestimmt. Oder eine Treppe. Oder? Oder kann ich da einfach hochjumpen? Ich kann hier, glaube ich, einfach irgendwie hoch, ne? Ja, funktioniert ganz gut. Hier aber nicht. Doch, das kriegen wir hin. Aloy ist ja die Jump'n'Run Queen. Kommen wir hier irgendwo rüber? Schon mal hinkriegen. Komm schon, Aloy. Komm hoch. Easy. Wo haben sie diesen verschanzt? Die können auch nicht die ganze Nacht hier rumhängen. Also wenn wir die jetzt bei sonst was erwischen, ne? Bei Aktivitäten, die ich hier nicht im Spiel haben will. Dann... Obwohl, will ich das im Spiel? Doch, will ich. Ah nein, lassen wir das. Okay. So. Gucken wir, was die zwei Turteltäubchen so treiben. Oder ob sie schon mitten in den Schwierigkeiten stecken. Das kann natürlich auch sein. Hatten wir ja noch nie. Ich muss sie hier finden, ne? Ja, finde die Jäger. Ja, vermuten, dass sie hier irgendwo sind. Zwei streitende Jäger? Genau das, was ich suche. Bei deinem ganzen Hi. Nein, bin ich da. Seid ihr Jorgris und Belatka? Kehle wollte, dass ich euch suche. Ach ja? Dann weiß Petra, dass wir versagt haben. Nein, ich hab versagt. Mir egal, wer versagt hat. Nur, soll ich die Herde nicht für euch aufspüren? Das kann ich nicht zulassen. Ich war dafür verantwortlich, nicht du. Oder er. Es sind drei Behemoths und ein paar Panzerwanderer. Es wird nicht einfach allein. Ja komm, arbeiten wir zusammen. Warum sollten wir jetzt alleine jagen? Komm, arbeiten wir zusammen als Team, das wird stärker. Na gut. Wo war die Herde zuletzt? Auf diesem Grat, wir folgen dir. Warte, nimm diese Pfeile für die Jagd. Danke. Dann los. Was habe ich jetzt bekommen? Was habe ich gerade bekommen? Nimm diese Pfeile für die. Was habe ich bekommen für Pfeile? Was Besonderes oder sowas wie immer? Egal. Ich frage einfach nicht nach. Siehst du? Sie weiß, wo sie hin muss. Ja, wird mir angezeigt durchs Quest-Symbol. Da sind Spuren. Hier lang. Das ist ein Trampler. Ich dachte schon, das sind Behelmods und die sind einfach nur dumm. So. Ich dachte schon, dass die einfach daneben gestanden sind und zu dumm sind, sich umzudrehen. Aber nein, das sind Trampler. Okay. Das ist was anderes wie ein Behelmot. Ein Behelmot ist doch ein bisschen heftiger wie ein Trampler. Da laufen wir jetzt einmal um den Berg, oder was? Was ist denn hier los? Da sind die Behelmots. Da ist noch Trampler. Mann! Ganz ehrlich, ich wäre den Spuren wohl im Kreis gefolgt. Wir folgen den Spuren auch gerade irgendwie in einem Kreisradius. Ich weiß auch nicht, warum das liegt. So, dann geht's hier runter. Nein, die Trampler lassen wir schön mal aus. Damit legen wir uns nicht an. Gehen wir uns gar nicht mit ab. Nee. Jagen wir jetzt oder nicht? Komm schon. Hast du dir Feuerpfeile gegeben oder normale? Ich dachte, du magst. Feuer und Spucke, Jorgris. Hör auf zu brennen. Ich spucke gleich Feuer. Er stellt
fragen, weil er dich mag. Er hat die Herde voll... Achtung! Mann, ich wollte den Dialog gerade nicht unterbrechen. Mann! Mann, ich wollte den Dialog nicht unterbrechen. Redet doch mal weiter, bitte. Nee. Sollte jetzt weiterreden. Nee, ich gehe nicht weg, ohne bevor... Mann, das wurde gerade spannend. Mann, das fuckt ab. Okay. In Dialogen nicht laufen, Rayon. Merkt ihr das? In der 90. Folge oder so. Ich weiß nicht gerade, wo nicht, in welcher Folge wir sind. Und jetzt fällt mir sowas ein. Gut gemacht, Aloy. Und gut gemacht, Rayon. Warum stehe ich auf Aloy? Ich weiß nicht. Mann, es wurde gerade spannend in dem Gespräch. Es wurde gerade sich Aloy einmischen. Das ist schade. Ah. Da haben wir es doch. Leute? Haben wir Bock? Leute, ich habe eine Idee. Ich friere die ein und ihr ballert drauf. Leute, macht ihr bitte auch was? Okay, das hat gut Hören gemacht gerade. Tja. Das hat ja gut geklappt, würde ich sagen. Alle Transportmaschinen. Komm, ballern wir runter. So, der ist gefreezed und der hier auch. Hey, sie müssen eigentlich gefreezt sein. Ja gut, dann kriegt er halt noch eine Bombe ab. Ist ja kein Problem, ich will ja nicht so sein. So. Gefällt dir das? Davon hab ich noch mehr. Geh doch aus meiner Schussbahn, verdammte Scheiße! So, ist down. Und der nächste ist down. Also fast, jetzt ist er down. Machen wir uns noch schnell diesen schönen Panzerwanderer. Das Ziel umgehen. Warum umgehen? Wir brauchen doch nichts umgehen hier. Ich meine, wo sind wir denn? Okay. Ja, die haben wir gleich. Okay. Leute, wir sind durch. Ich will den Behelmut-Behel. Alter, wie sieht der auf jeden Fall innen aus? Aha, wie geil. Ach, schön. So. Leute. Sammle Behelmut-Kabel. Alles klar. Was haben wir denn für Spulen bekommen? Eisschutz und Fern- und Griffschutz. Sehr schön. Dann müsste ich etwas anderes ablegen. Nee. Warum haben die alle ledernes Zeug? Mann. Brauchen wir das unbedingt? Nee, ne? Brauchen wir ja nicht unbedingt. Jörg, ist das... Das wusste ich nicht. Ich dachte, du stellst in Frage, was ich tue. Dass ich mich verteidigen müsste. Ich würde nie... Ich wollte dich nur besser kennenlernen. Ich mag den Klang deiner Stimme. Sogar wenn du schreist. Entschuldige bitte. Die Fragen waren gar nicht schlimm. Es war eher süß, irgendwie. Nur nicht gerade auf der Jagd. Oh. Ah, schön. Habt ihr noch was zu sagen oder kann ich anfangen zu reden? Wir wissen es jetzt. Belatka und ich, dass wir zusammen sein wollen. Ich kann gar nicht aufhören zu lächeln. Aber ich komme mir ein bisschen dumm vor. Ich bin eigentlich viel direkter. Danke für deine Geduld. Sollen wir die Kabel für dich zu Petra bringen? Oder machst du das lieber selbst? Ihr könnt sie zurückbringen, ich bringe sie zurück. Aber ich wäre es ja besser, wenn sie sie zurückbringen, denn dann können sie zeigen, dass sie es gut gemacht haben und so und dass sie es doch noch hinbekommen haben. Aber wenn ich sie zurückbringe, dann habe ich vielleicht noch einen Dialog und das würde ich schon ganz gerne haben. Mann, das ist eine doofe Entscheidung. Können wir sie nicht zusammen zurückbringen? Ach komm, ihr könnt sie zurückbringen. Nur zu. Geht ihr nur und bringt sie Petra. Gerne. Unser Rückweg sollte deutlich angenehmer werden. Vielen Dank. Und warte nicht. Macht ihr mal.
Aber lasst euch nicht zu viel Zeit auf eurem Weg. Aber genießt es. Ich habe jetzt einfach die Option genommen, nicht weil ich zu faul bin, da zurückzulaufen oder so, sondern einfach weil... Zünder. Nee, weil... Hey, sind Level 49. 50 ist Maximum, das kriegen wir noch hin im Let's Play. Ich habe einfach die Option genommen, dass sie selber zurückbringen, weil dann können sie Petra zeigen, dass sie es auch können. Dass sie es auch noch hinbekommen haben. Zwar mit unserer Hilfe, aber sie haben es dann am Ende doch hinbekommen. Und das ist geil. Ja, ist das. Und ich bräuchte einen Händler, verdammt. So, aber nichtsdestotrotz, sind wir hier fertig. Das bedeutet, wir können... wo gab es denn noch? Hier gab es auch noch eine Quest. Okay, dann gehen wir hier schnell hin. Da haben wir auch einen schnellen Händler, was sehr geil ist. Warte, ich markiere mir den Händler gleich. Denn... Bei dem Händler werden wir noch ein paar Heiltränke holen. Ich weiß, wir werden sie wahrscheinlich nicht brauchen, aber... wir werden sie natürlich trotzdem holen. Denn ich bin gerne gut ausgerüstet. Vorsicht ist besser als Nachsicht. Merkt euch das, meine Freunde. So, natürlich wieder mal der wunderschöne Ladescreen, den ich nicht rausschneiden werde. Oh nein. Räume verdorbene Zonen, um Gebiete sicherer zu machen. Alle Maschinen sind gefährlich, aber verdorben sind sie noch gefährlicher. Oh ja. Finde Brutstätte und überbrücke die Kerne, um zu lernen, wie man viele verschiedene Arten von Maschinen überbrückt. Wir können so ziemlich alles überbrücken im Moment, ne? Wir können sogar Sturmvögel überbrücken. Warum machen wir das eigentlich nicht mal? Ich weiß nicht. Man kommt aber ziemlich schwer an die Sturmvögel ran. Nur wenn sie am Boden sind, hat man wirklich eine Chance, die zu überbrücken. Wie soll man denn sonst mit dem Schweren in Poppes kommen? Warum liegt das eigentlich so lange? Wahrscheinlich, weil er ein komplett neues Gebiet lernen muss, ne? Haltung und die Vermutung. So. Du kannst vorübergehende Maschinen aus dem Kampf nehmen. Ja, ich weiß. Aber warum sollte man Maschinen aus dem Kampf nehmen, wenn man doch einfach die ganze Herde auslöschen könnte? Ich bin da subtil in dem Denken, Mann. Ich kämpfe viel zu aggressiv. Viel zu aggressiv. Es gibt so viele Let's Player, die sich Deckung suchen, die mit Seilwerfen oder Springfallen kämpfen. Aber ich muss sagen, ich bin deutlich schneller in der Story und so weiter, dadurch, dass ich aggressiv kämpfe. Ich brauche für ein Banditlager nicht 3 Folgen. Ich spiele immer auf einen direkten Let's Player an. Ich glaube, ihr wisst alle, wen ich meine. Aber no hate. Er ist ein cooler Typ. Trotzdem. Hier haben wir noch eine Quest, sehr schön. Die werden wir uns gleich holen. So, oder in der nächsten Folge, ich weiß es noch nicht. Kann mal hingucken. Hi. Du siehst bekümmert aus. Aber wir kommen gleich zu dir. Zuerst werden wir noch ein bisschen shoppen gehen. Ein paar Heiltränke holen, vielleicht ein paar Sachen verkaufen. Einfach mal allgemein unser Inventar ein bisschen leeren. Denn... Ja. Ich kaufe das, was ich brauche. Ist irgendwie logisch. So, verkaufen. Was krieg ich dafür? Wow, 20. Geh ich ein. Behelmott-Herz. Gibt es denn nicht auch irgendeine Rüstung für einen Behelmott? Also nur so mal so... sonst technisch gefragt. Stahlgeflecht. Funkenfängerin schwer. Gibt es hier noch irgendwas für einen Behelmott? Grauhabichtherz. Ne, Grauhabichtlinse brauchen wir dafür noch. Feuerwappenmittel. Die haben doch schon die Schwere. Verderbnistilgerin. Plünderer nehmen sie. Schattengetreue. Ich gucke das einfach mal nur durch, weil mich interessiert. Die Schattengetreue sieht schon geil aus, ne? Aber ich weiß nicht. Kann es sein, dass das exakt die Rüstung ist, die, wie ist der Typ, der die Helis anhatte? Also Helis hatte noch so ein komisches, so einen komischen Federschmuck, so einen roten. Im Hinterkopf, aber das ist doch exakt die Rüstung, die er hatte, oder? Oder vertue ich mich da komplett? Da bräuchten wir ein Pirscherherz. Graserherz, Langbeinherz, Kaja Seide. Uiuiui. Vanuk Verderbnistilgerin. Sieht eigentlich auch geil aus. Mann, es gibt so viele geile Outfits. Ich will die alle haben. Ich werde die auf jeden Fall offscreen mir alle noch holen. Auf jeden Fall. Komm, holen wir uns noch die. Ne, die Funkenfänger. Hey, wo geht die Funken? Ah, weil ich kein Outfit frei habe. Alles klar. Ja, okay. Das ist mir auch nicht wert, ein Outfit zu verkaufen. Obwohl, wir haben hier eigentlich Nora-Kriegerin und Schattengetreue leicht. Ja, okay, lassen wir das so. Lassen wir das einfach so und verkaufen wir ein paar Rohstoffe. Die Herzen und so weiter will ich eigentlich nicht verkaufen, das blaue Zeug. Das behalte ich einfach mal, einfach nur, weil ich es kann. Und wir verkaufen einfach nur das grüne Zeug. So, das können wir natürlich alles wegmachen. Ja, komm, mach weg. Aber der Metallblock hier, wir brauchen sowas.
Ach, dieser ganze Schrott, den wir bei dem einen Haufen eingesammelt haben, der müllt unser Inventar gerade ziemlich voll. Kann das sein? Ja. Okay, machen wir alle 50 verkaufen. Weg damit. Komm, wir brauchen nicht so viel. Und nochmal 50. Oh, was brauchen wir? Kühlsaft. Haben wir gar nicht viel, ne? Okay. Kann man auch mal weghauen, ne? Also nicht weghauen, wir kriegen was dafür. Okay, den Kühlsaft behalten. Ich habe jetzt nur noch 6 Kühlsaft. Ich bin intelligent. Fettes Fleisch. Wir werden schon irgendwo noch Kühlsaft finden. Hinweisepaket. Das können wir auch weghauen. Zünder können wir auch weghauen. Gut. Na komm, der 100 Zünder kann auch noch weg. Dann haben wir das Inventar wenigstens wieder schön leer. So, Kabel behalte ich, wenn man das einfach braucht. Das Fleisch kann auch weg. So. Modifikation kann ich auch mal einfach mit die grünen und die blauen verkaufen, weil die werden wir nicht brauchen. Die Juliane behalte ich einfach mal, weil ich es kann. So. So. Kaufen. Fallen, Tränke. Stärkungstank machen wir einfach mal voll, weil wir es können. Gesundheitstränke machen wir auch voll. Sieh, dafür haben wir Draht und Zünder gebraucht. Siehst du mal, und Regenerationstränke. Aber was sagt Genesungstränke? Der feine Herr ist Genesungstränke. So, aber rein theoretisch sollten wir auch bei den Fertigkeiten. Ja, wir haben Punkte. Können wir am Ende alles voll machen? Wir haben nur noch ein Level. Wir kriegen dann nur noch ein Level. Das heißt, wir werden nicht alles voll machen können, glaube ich, ne? Oder bin ich da gerade falsch in der Annahme? Ne, wir kriegen doch keine. Wir kriegen keine 6 Punkte bei einem Level. Wir werden die gar nicht mehr machen können, die zwei. Es sei denn, man kriegt bei der 50. Stufe 6 Level. Das weiß ich ja nicht. Also es kann sein, weil es Max-Level ist, dass man dann noch einen Bonus bekommt, aber ich weiß nicht. Oh Leute, ich würde sagen, diese nächste Quest werden wir uns in der nächsten Folge anhören. Und ja, diesmal tease ich euch nicht an. Diesmal könnt ihr geruhig schlafen gehen, ohne Angst haben zu müssen, dass ihr... Ist das, ach, komm, wirklich das. Das wird niemals reichen. Komm so still. So, ey Leute. Dieser verrückte Osseram wollte unseren ich gehe ja schon. Ich gehe ja schon. Ich kann nicht reden, wenn die hinter mir plappern. So, besser. So, ich würde sagen, ich bedanke mich mal wieder fürs Zuschauen und hoffe natürlich, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es heißt Horizon Zero Dawn. Morgen 14 Uhr, ihr wisst, wie es läuft. Lasst eine Bewertung da und ein nettes Kombi. Rain sagt ciao, macht's gut und bis zum nächsten Mal, Leute.